Heute zeige ich euch, wie ihr so einen Fledermauskasten ganz einfach selber basteln könnt. Den Bauplan für den Fledermauskasten habe ich mir beim NABU heruntergeladen unter nabu.de. Und zunächst einmal übertrage ich die Maße grob auf mein Brett, damit ich ungefähr weiß, wo ich sägen muss und wie viel vom Holz ich genau brauchen werde. Die ganzen rechteckigen Bretter hat man ganz schnell am Kreissägetisch oder mit der Kappsäge zugeschnitten. Da gibt es eigentlich gar keine Probleme, man hält sich an die Maße. Und hier fase ich auch immer wieder die abgerundeten Ecken dieses Holzes ab. Aber ansonsten ist es nicht problematisch, wenn man halt auf seine Finger aufpasst. Etwas schwieriger wird es mit den schrägen Seitenteilen. Da muss die untere Seite 5 und die obere 2 cm sein. Und ich komme dann auf einen Winkel von 6 Grad. Und das kann ich bei der Kappsäge ganz gut einstellen und ist auch recht einfach. Und die anderen Schrägen, die zum Dach hin die Dachneigung ergeben, sind 15 Grad. Auch das kann man bei einer Kappsäge schön einstellen. Hier leime ich die Seitenteile, die schrägen, an die Vorderseite des Kastens und fixiere das erst einmal mit Schrauben. Jetzt wird das Dachal oben aufgeleimt und das ist ein bisschen schwierig, weil es ja oben alles schräg ist und die Zwingen dann nicht so gescheit greifen wollen. Das war ein bisschen eine Bastelei. Das war ja nicht ganz so einfach. Da könnte man vielleicht mit schrägen Klötzerl sich behelfen, dann wäre es vielleicht einfacher. Über Nacht ist die erste Trocknungsphase jetzt abgeschlossen. Der Leim ist fest, das Dachal habe ich dran
Die Seitenteile habe ich dran und ihr seht, ich habe die Seitenteile hingeschraubt. Die Schrauben mache ich jetzt gleich wieder weg. Ich mag keine Schrauben, aber ich nehme sie als Zwingenersatz, weil hier auf der Schräge die Zwingen anzusetzen, ist wirklich schwierig. Was man hätte machen können, natürlich ein zweites Brett im gleichen Winkel hier oben aufsetzen, dann wäre es wieder grad. Aber ich hatte jetzt nichts. Ich mache erst einmal einen Kasten. Ich mache nicht, wenn man zwei auf einmal baut, dann kann man die quasi die anderen dafür nehmen. Aber ich will jetzt erst einmal nur eine machen, weil ich schaue, ob ich da noch ein bisschen was verändere. Und dann habe ich die Schrauben rein, die zwingen es mir quasi schön zusammen. Ich tue die Schrauben raus und dann werde ich sie auch schön hobeln, weil da sind nur einige Ungenauigkeiten und so Geschichten. Ich finde, in dem NABU-Plan gibt es ein paar Schwächen. Und zwar ist hier das Dachal, geht nicht hier über die Rückwand. Wenn man sich das anschaut, das ist die Rückwand und da ist das Häuserl drauf. Ja? Dann geht es so nicht hier oben, geht das Dachal nicht drüber. Das hier ist aber Stirnholz. Das heißt, das saugt da die Faserrichtung, ja, geht hier so. Das heißt, hier oben, das was die Feuchtigkeit, wird hier hineingelangen. Während sie in dieser Faserrichtung eher abfließt. Ja. Das heißt, dieses Dachal würde dieses Hirnholz hier schützen. Kann es aber nicht, weil es nicht drüber geht. Und das verstehe ich nicht ganz. Das finde ich keine gute Idee. Da muss ich mir eine Lösung überlegen. Das Zweite, was mir nicht gefällt, ist das Dachal hier. Ich habe das Dachal gekürzt. Und wenn ihr das anschaut, ich finde, das sieht absolut aus, als wäre das ein ausreichender Überstand. Aber im NABU-Plan ist es hier angegeben mit 32 cm. 32 cm ist die Länge. Jetzt zeige ich euch das hier an meinem Häuserl. Seht ihr den breiten Überstand? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich seitlich so einen großen Überstand brauche. Die Fledermaus fliegt ja, wie ich es verstanden habe, von unten an. Die hängt sie jetzt hier nicht seitlich hin, chillt ein bisschen und dann macht sie irgendwas anderes, Brotzeit oder wie auch immer. Was nämlich mit dem 32er Überstand seitlich passiert, ist, dass ich wahnsinnig viel Holz verschneide. Ich habe so ein normales Baumarktholz genommen, so ein Fichtenleimholz, was man immer und relativ günstig im Baumarkt bekommt. Und das gibt es immer in diesen 10er Schritten metrisch. Also das ist 20 cm breit, 30 cm oder 40 cm. Wenn ich jetzt ein 30er nehme wie ich, was hier wunderbar funktioniert, weil ich habe hier eine 28er Länge, das Rückenbrett hat 28, komme ich mit dem 30er Brett super hin, weil ich sowieso die Kanten einmal durch die Kreissäge lassen will, weil die ja so abgerundet sind. Also habe ich einen Verschnitt von 2 cm, der mir gar nicht wehtut. Jetzt habe ich aber auf einmal eine 32er Länge. Das heißt, jetzt kann ich nicht quer in dem 30er Brettel bleiben für das Dachal, sondern ich muss es der Länge nach schneiden und habe einen riesigen Verschnitt dafür, dass ich hier ein absurd langes Dachal habe. Das finde ich, müsste mir mal eine erklären, warum ich da seitlich so einen Überstand habe. Zumal, wenn man sich beim NABU, die haben ja auch einen Shop, da kann man sich ja auch die Hütterl kaufen. Da haben die überhaupt nicht so einen Überstand. Das verstehe ich nicht. Das ist, finde ich, eine völlige Verschwendung von Bauholz. Das werde ich auch einmal schauen, wie man das besser lösen kann. Gut, ansonsten, jetzt es hört sich an, als würde ich hier die ganze Zeit rumkritisieren. Na, ich finde den NABU super und was er macht und dass er die Anleitung so verfügt, überhaupt nichts, gar nichts Negatives. Ich versuche das konstruktiv zu verbessern und jetzt baue ich weiter und dann schauen wir, vielleicht baue ich ja auch einen totalen Schmarrn und dann lacht sie mich alle aus. Die kleinen Überlappungen und Unebenheiten, die kann ich mit dem Putzhobel schön glätten. Die Rückwand war gescheit verzogen und da bin ich mit dem großen Hobel drüber und habe sie geglättet, damit das Dachal sauber gefugt ist.
Die Einflugleiste ist ein Parallelogramm mit zwei Schrägen und da erweist es sich als ganz schlau, wenn man die von einem großen Brett sich stückweise die beiden Winkel heruntersägt, weil man dann einfach ein großes Brett zum Festhalten hat. Das ist definitiv viel sicherer, als wenn man mit so einer kleinen Leiste da herumsägt. Dem Leim alleine vertraue ich nicht, deshalb bohre ich seitlich nochmal mit einem 6er Bohrer Löcher hinein und werde dann dort zwei Holzdübel mit Leim zusammen verstärkt hineintreiben und dann bin ich mir sicher, kann sich da eine wirklich dicke, fette Fledermaus hinhängen und wird ganz bestimmt nicht abstürzen. So, hier drinnen habe ich jetzt eingeleimt diese auf 10 Grad angeschrägte kleine Leiste. Die soll wohl verhindern, dass da Vögel reingehen. Die habe ich hier mit so Holzdübeln auf beiden Seiten nochmal verstärkt. Die werde ich dann abtrennen, dass die bündig sind und dann wird es ja nochmal geschliffen. Zum Thema Schleifen, hier drinnen soll es möglichst rau sein. Deswegen habe ich hier schon, das musste ich eh hobeln und dann habe ich es gleich so richtig gegen die Faser gehobelt und dann bin ich nochmal mit der Feile rein und habe das hier so richtig aufgeraut. Das werde ich hier drinnen auch noch machen. Drinnen soll es ganz rau sein, damit sich die Viecher drin festhalten können, weil die sich ja, glaube ich, dann so über Kopf da reinhängen. Und außen möchte ich es natürlich schön glatt haben, damit es sich gut anfühlt, damit auch ein Schutz darstellt, weil je glatter die Oberfläche, desto besser perlt dann auch das Wasser ab. Es wird ja dann auch noch eingelassen mit einem Öl und einem Wachs. Also außen schleifen, innen rau machen. Eine Änderung habe ich vorgenommen an dem Dachal, weil das hat mir nicht gefallen. Und zwar habe ich es schräg, hier schon mal oben schräg geschnitten. Dann ist es jetzt schon mal in der Flucht, dass hier dass schon mal nicht das Wasser drauf stehen kann. Und dann habe ich mir überlegt, durch so kleine Bredel oder sowas, Schindeln, irgendwas in der Art will ich noch drüber tun, weil das gefällt mir nicht so. Da glaube ich nicht, dass das sich lange halten wird.
Ja, mit meinem Fledermauskastel bin ich fast fertig. Ich muss es nur noch ganz fein schleifen und dann mit Leinöl und mit Bienenwachs drüber gehen und es versiegeln, schön einlassen. Dann bin ich fertig. Und jetzt muss ich euch noch die Geschichte erzählen, wie ich überhaupt da drauf gekommen bin. Ich habe doch vor einer Woche oder so habe ich ein Video hier im Bräustübel gemacht, genau hier an der Stelle, und da habe ich eine White Lady gemixt. Und ein paar Tage später ruft mich mein alter Barchef aus der Bar München an und sagt, ja, ich habe dich gesehen, wie du bei YouTube gesessen bist mit unserer alten Barjacke an, und da bin ich ganz nostalgisch geworden. Und dann haben wir so geratscht, wie es halt so ist. Und dann hat er gesagt, du, ich habe ein Video von dir gesehen, du hast da mal einen Nistkasten gebaut. Und dann habe ich gesagt, ja, ja. Er sagt, du, würdest du mir auch so einen Nistkasten bauen? Ich würde dir den abkaufen. Und ich sag, ja, Feile, logisch, mache ich, kein Problem. Und er hat gesagt, du, aber ich hätte gern einen für Fledermäuse. Und dann habe ich erst einmal geschaut, Fledermäuse, jetzt wusste ich jetzt nicht, dass die irgendwie Nistkästen brauchen. Und dann habe ich gesagt, na, die brauchen so Schlafstätten und es werden immer weniger, die Häuser werden modernisiert und dann sind da keine Ritzen mehr, wo die eben leben können. Im Wald gibt es immer weniger Totholz, die brauchen Unterschlupf. Und naja, er hat gesagt, ja, ich weiß schon, die haben keinen guten Leumund zurzeit wegen Covid-19, dem SARS-2-Virus. Und dann habe ich gesagt, du, ich werde das recherchieren und dann schauen wir mal, ob es da was gibt beim NABU. Und dann habe ich das gemacht und habe geschaut, und es gibt ja tatsächlich eben auch eine Bauanleitung, die ich dann auch als Vorlage genommen habe. Und ich habe dann eben auch recherchiert, was ist jetzt eigentlich mit dem Virus, weil es ist ja ein Verdacht da, dass der SARS-2-Virus über die Fledermäuse auf den Menschen übertragen worden ist. Und der NABU hat dazu auch also ganz gut Informationen bereitgestellt und hat gesagt, also erst einmal unsere heimischen Fledermäuse, die haben allerhöchstwahrscheinlich sind keine Virusüberträger. Und die Übertragung ist auch nicht direkt, sondern diese SARS-2-Übertragung war ja über noch andere Wildtiere, die als Zwischenwirte da irgendwie waren. Also von unseren Fledermäusen geht keine Gefahr aus. Im Gegenteil, die sind ganz, ganz nützliche Tiere. Jetzt nicht nur, dass sie einfach zur Biodiversität beitragen und es wichtig ist, dass wir alle unsere Arten auf dieser Welt schützen, sondern eben auch, die fressen ja diese Nachtfalter. Die fliegen ja nachts rum mit dem, wissen wir alle, mit dem Echolot. Die sehen ja nichts, sondern die haben eben so eine Navigation über Echolot und sehen dadurch im Ultraschallbereich, stoßen sie Schreie auf und sehen dann, wer da nachts herumfliegt. Und das sind eben hauptsächlich diese Nachtfalter. Und genau diese Nachtfalter sind es ja, die großen Schäden in den Wäldern und auch in den Gärten überall anrichten, diese ganzen Spinner, da seht ihr ja, da sind ja manchmal die ganzen Bäume komplett eingesponnen, und das sind Larven von Nachtfaltern, und die Fledermäuse ernähren sich von denen, klar, weil die fliegen nachts, die sind groß, die kann man mit Echolot super entdecken, und insofern sind das tatsächlich sehr, sehr nützliche Tiere. Und ja, das hat mir echt gut gefallen, ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt baue ich den. Und Gregor, wenn ich das nächste Mal in die Pussers Bar komme, bringe ich dir den hier mit und dann mixst du mir eine White Lady. Ist das okay? Also, ich mache weiter. Thank you.
Ja, jetzt ist er fertig, der Kasten für die Fledermäuse. Ich habe ihn jetzt noch einmal komplett schön glatt abgeschliffen und dann habe ich ihn eingelassen. Ich habe da immer die gleiche Mischung, Leinöl und Bienenwachs. Das mache ich einfach warm, dann verbindet sich das schön. Und wenn ich das dann eingestrichen habe, gehe ich nochmal mit dem Heißluftföhn drüber, weil dann sinkt es ganz tief ins Holz ein und schützt das Holz. Innen drin habe ich es natürlich nicht gemacht, weil da soll es ja jetzt irgendwie nicht glatt werden, weil hier außen ist das ganz schön glatt, sondern da sollen sich die Viecher ja schön festhalten können. Deswegen habe ich es ja auch innen aufgeraut. Aber hier oben am Dachhall überall ist es schön eingelassen. Das heißt, es wird viele Jahre auch bei schlechter Witterung halten. Was ich gelesen habe beim NABU, man soll es recht hoch aufhängen, weil die Fledermäuse fliegen von unten an und wenn die losstarten, dann lassen die sich fallen und dann starten sie weg. Das heißt, die brauchen einfach ein bisschen Platz nach unten, damit sie losfliegen können, beziehungsweise dass sie anfliegen können. Das sollte man bedenken, dass man es irgendwo unterm Dachfirst, am hohen Baum, irgendwo recht hoch aufhängt. Ich habe mich, was die Maße angeht, ziemlich genau an das gehalten, was der NABU gesagt hat. Weil von Fledermäusen habe ich keine Ahnung. Da kann ich jetzt nicht irgendwie mir irgendwas anders überlegen. Aber vom Holzwerken habe ich schon ein bisschen Ahnung. Und da fand ich, waren ein paar Schwächen am Bauplan dabei. Vor allem das Dachal. Und wenn ihr das jetzt seht, hier am Dachal, da habe ich jetzt hier oben eben wie so Schindeln, habe ich solche kleinen Balken gesägt. Und damit ist eben auch die Rückwand geschützt. Dann habe ich es ein bisschen weniger breit gemacht, hier das Dachal, damit man weniger Holzverschnitt hat. Und so könnt ihr einfach mit einem 30er Baumarktbrett, also so ein Schichtholz, was man am Baumarkt bekommt, das hat immer so eben diese 30, 20, 30, 40 mit einem 30er könnt ihr das wunderbar nachbauen. Wenn ihr euch so wie ich weiß nicht, was waren das, 2 Meter oder so, dann könnt ihr tatsächlich 2 oder vielleicht sogar 3 solche Kästen aus diesem Holz machen. Achtet bitte darauf, dass das ein nachhaltiges Holz ist, das nicht nur weil ihr den Fledermäusen helft, dann irgendwo ein Wald niedergebrannt wird. Das wäre dann auch kontraproduktiv. Ich habe eine ganz, ganz gute Kappsäge, wo man die Winkel super einstellen kann. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Ihr könnt es mit einer Stichsäge auch machen. Auch die einfachen Stichsägen haben eine Winkeleinstellung. Und da kann man eben auch diesen 15-Grad-Winkel mit nachsägen. Das geht auch. Man kann es auch mit der Hand machen, man kann es auch hobeln. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt so eine Kappsäge haben. Das geht auch alles mit Handwerkszeugen. Was ich noch verändert habe, ist, ich habe vorne keine Schrauben verwendet. Ich finde vorne Schrauben einfach von der Optik her nicht schön. Deswegen habe ich vorne alles verleimt. Hier an den Seiten habe ich noch mit den Holzdübeln verstärkt. Und hinten habe ich die Schrauben gelassen, weil ich bin der Meinung, man muss unter Umständen einmal das Ding aufmachen und reinigen. Wenn jetzt da viele Generationen von Fledermäusen drin waren, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man es einmal aufschraubt, sauber macht, desinfiziert und dann erst wieder hinhängt. Deswegen sind hinten Schrauben. Und hier an dem Dachal, da habe ich es nicht verklebt. Das heißt, wenn man die Rückwand abmacht, fällt das Dachal nicht ab. Da habe ich ein bisschen Fehler gemacht damals bei meinem Vogelhäuserl. Das ist mir jetzt nicht mehr passiert. Das funktioniert jetzt wunderbar. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Und noch mehr gefreut hat mir natürlich, wenn ihr das nachbaut. Und wenn ihr Fragen habt oder sonst was dazu, schreibt es mir das einfach in den Kommentaren. Ich beantworte wirklich jeden Kommentar. Und wenn ich euch helfen kann, dann tue ich das gern. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr den Kanal abonniert, noch besser. Ansonsten, grüß euch, servus, bis zum nächsten Mal.